Hey, wir sind bei 11 Minuten jetzt. Das heißt, ich nehme mir noch die Zeit und bringe den Derry Longhorn zur Garage zurück. Wird mal eben locker flockig durchgezogen. Das ging jetzt schneller, als ich dachte. Schön. Nee, freue ich mich. Nicht schlecht, Herr Specht. Mr. Specht, wie geht es dir? Damit wieder und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Snowboarder Doppel Truck Simulator, Folge 653. Wir sind umgestiegen auf den Aramatsu Forester, denn wir brauchen jetzt Stämme. Und ja, wir besorgen jetzt erstmal kurze Stämme. Und die Holzstationen sind ja Gott sei Dank nicht ganz so weit weg. Ich habe mir schon mal eine Route gemacht. Und jetzt holen wir die uns einfach mal ab. Ich habe mir noch ein bisschen Sprit vom Derry Longhorn genommen. Der hat jetzt noch 70 Liter zur Verfügung, die ausreichen sollten, um den jetzt auch nochmal dann zur Garage zu bringen. Und wir brauchen dann noch einen Truck, mit dem wir dann lange Stämme transportieren können. Ich glaube, das kann der ja nicht. Ich kann es natürlich nochmal testen, ob man da den Anhänger dran machen kann, aber ich glaube nicht. Wäre natürlich cool. Ich werde das probieren. So, ich muss jetzt da irgendwie auf diese Insel, da waren wir noch nie drauf. Da habe ich mir jetzt mal ein paar Punkte gesetzt, weil wir hier noch nicht gefahren sind. Ja, ja, komm. Ich komme hier nicht vorbei, Alter, eine Stunde, weil... Da habe ich die Überfahrt angemarkert. Testen war das doch gleich mal. Ja, und ansonsten Holz holen ist halt immer was, das dauert lange, ne? Müssen wir holen. Alleine so müssen wir jetzt 5-mal fahren. Diese Strecke jetzt 5-mal. Ich könnte natürlich jetzt mir einen anderen Truck mal ranholen, damit ich 2 auf einmal tragen kann. Pacific oder so. Ja, oder kann der Zix das nicht auch? Ich probiere das mal. Dann mache ich die mittleren Stämme vielleicht mit dem oder so. Dann mache ich die kurzen aber mit dem. Dann mache ich erstmal die beiden kurzen und dann... Oh ja, hier kann ich genau... Hier kann ich nämlich einfach bis zur Insel durchfahren. Ist ja entspannt. Na denn, mache ich mir da jetzt auch keine Gedanken. Die Route läuft. Muss man auch aufpassen jetzt. Durch häufiges Befahren verschlechtert sich die Qualität des Bodens enorm. Mussten wir ja letzte Folge mit dem... vorletzte Folge mit dem Derry Longhorn wieder bitter feststellen. Ist auch schönes Terrain und dann haben wir ja hier alles, Mensch. Nice. Ah. So, also sehr viel Holz und Holzbretter und Planken und sowas werden wir jetzt in diesen Aufträgen noch haben. Ja, und dann bleiben tatsächlich nur noch die Aufgaben. Jetzt sind wir auch über den 50%, also ich denke, wenn auch alle Aufträge weg sind, die Aufgaben gehen ja meistens schneller. Es ist nur kurz mal was abholen oder irgendwas bergen oder so. Dann kommen wir dann schon ganz gut voran, würde ich sagen. Ist halt die Frage, welche Prozentzahl wir dann da stehen haben, bis dann irgendwann die 7. Phase released wird. Und ich hoffe natürlich wieder auf ein paar sehr schöne Maps. Wir müssen uns dann natürlich auch nochmal ein bisschen, ein, zwei Folgen Zeit nehmen, dann mal die Upgrades einzusammeln. Die haben wir ja alle aufgeklärt. Müssen wir sie nur noch holen. Ja, wir kriegen jetzt auch einen neuen Truck scheinbar noch dazu, wenn wir diesen Auftrag hier erledigen. Hey. Was ist das denn hier? So. Komm. So. Kurze Stämme laden wir.
Ja, diese Kuppe hier, die stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn wir immer durch diese Rillen fahren. Also fahre ich jetzt mal hier auf dem Gras. In der Hoffnung, das erzeugt jetzt nicht so eine tiefen Spuren. Ja, sieht besser aus zumindest. Und jetzt müssen wir es nur noch abgeben. Na Mensch, guck mal, das hat gerade mal jetzt 5 Minuten gedauert, der Hinweg. Wenn ich den Rückweg in genau der gleichen Zeit hinbekomme, dann kriegen wir heute beide Stämme sogar hin, ne? Also Gas, Gas, Gas. Ja, dann können wir das gerne so machen. Wollen wir heute halt beide. Dieser Boden hier ist echt gut. Der scheint scheinbar echt kräftig zu sein. Man sinkt ja hier gar nicht ein. Kann hier einfach mit Fullspeed durchheaten. Geil. Das gefällt mir sehr gut. Wenn die Ruckler nicht wären, würde es mir noch besser gefallen. Ja, komm jetzt. Ist da eine Straße? Ich hätte auch gelacht, wenn ich da nicht hochkomme. Ich hätte auch gelacht. Ja, letzten Endes ist es sicherlich jetzt nicht die geilste Idee, aber... beim zweiten Mal, weiß ich nicht, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn der Baum nicht da ist, also... Ich glaube, so geht es zumindest jetzt schneller, als wenn ich da am Strand die ganze Zeit lang bretter. Das geht ja dann echt relativ flott jetzt hier. Wie gesagt, bei den mittleren, wenn ich Glück habe, muss ich nur einmal fahren. Bei den langen ja ebenfalls, also... Dann muss ich nur noch... Muss ich nur 4-mal, na gut, 4-mal muss ich trotzdem fahren, ne? Aber wenn es so schnell geht, dann ist es jetzt auch nicht so dramatisch. Stell dir mal vor, dann, es wird schlimm dann in dem Moment, wo du dann auf die andere Map musst, um da dann Stämme zu holen oder so. Das wäre dann echt richtig scheiße. Ich stell dir das mal vor, Alter, jedes Mal die komplette Map da, da brauchst du allein 3 Folgen für ein einziges Holz. Dann musst du davon 5 besorgen, ja, hier, Alter. Spielumfang auf Wish bestellt. 1000-mal kranker, als es sein sollte. Ja, warte, ich kann locker noch eine zweite Fuhre fahren. Mit dem Tank. So, guck mal, wir sind nach 8 Minuten schon wieder hier, also den zweiten kriegen wir doch wunderbar pünktlich fertig. Und dann sind wir für heute hier durch. Unsere professionell platzierten Container. Es war eine Freude, sie zu platzieren, sage ich mal. Dann kann ich jetzt aber zumindest... Dann mache ich es doch jetzt einfach so. Dann fahre ich jetzt diese Steindings wieder runter auf dem Hinweg und dann fahre ich außenrum dann zurück. Wobei, eigentlich will ich es da nochmal probieren, weil es einfach der geilere Weg ist, muss ich sagen. Der auch schneller geht. Der Baum ist sogar schon wieder nachgewachsen. Schön. Na dann. Guck mal, wie flott wir schon hier sind. Ja.
Nicht jetzt hier verrecken, okay? Ich danke vielmals. Sogar noch eine andere Street. Wo führt denn die hin hier? Was ist denn hier eigentlich noch? Gar nichts. Dann könnte ich hier vielleicht noch irgendwie weiter zu der Straße kommen. Ist ja interessant. So. Jetzt wird es schon schwieriger. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Vorsichtig durchbahnen. So, schön weit links. Ja, jetzt besser der Boden. Ich mach's jetzt einfach mal andersrum. Wir sind bei 11 Minuten jetzt. Das heißt, ich nehme mir noch die Zeit und bringe den Derry Longhorn zur Garage zurück. Wird mal eben locker flockig durchgezogen. Das ging jetzt schneller, als ich dachte. Schön. Nee, freue ich mich. Nicht schlecht, Herr Specht. Mr. Specht. Wie geht es dir? Ich weiß nicht mal, ob dieses Lied in Wirklichkeit existiert. Habe ich mir nämlich gerade selber ausgedacht. Ah, vergiss es, Alter. Passiert da was? Jawohl. Ja, Mann, der Truck ist echt geil. Ohne Scheiß. Der gefällt mir wirklich gut. Okay. Haben wir alles. Fullspeed zurück und dann sind wir hier durch. Also zwei kurze schon mal besorgt. Ja, hat es wenigstens heute einigermaßen hier geklappt alles. Nice. Okay. Jetzt nur mal schauen, ob man es auch ohne irgendwelche Hilfe schaffen würde. Und tatsächlich ist das hier ein einfaches Monster, was zieht. Guck mal, ohne Hilfe. Einfach nur einen anderen Gang rein und schon macht er das. Ey, krass. Mit dem Holz, das juckt ihn nicht. Oh, cool, Mann. Der gefällt mir richtig gut. Der gefällt mir immer besser. Er hat sich hochgearbeitet, Mensch. Ich nutze ihn echt gerne. Auch wenn er natürlich nur eingeschränkt nutzbar ist, eben für Stämme, aber davon benutzen die Entwickler ja jetzt mehr als genug für Aufträge. Dass sie ja selbst dafür dann jetzt ihren eigenen Truck ins Spiel gebracht haben. Guck mal, er verliert fast gar keine Geschwindigkeit. Weißt du, der Derry Longhorn muss runterschalten und kämpfen, hier überhaupt hochzukommen. Und der so, ja, hold my beer. I give full throttle. It doesn't matter. Ja, wunderbar. Hat doch wieder geklappt. Dann können wir jetzt
den Daryl Long auch noch zurückbringen. So. Ich mache jetzt Folgendes, weil ich für den Mittelgroßen und so eh einen anderen benutzen will, bekommt der Derry jetzt sicher noch ein bisschen Benzin. Dass der es jetzt auf jeden Fall auch wieder zurückschafft. Auch mit den 70 geschafft, aber egal. Und dann können wir vielleicht sogar schon, wobei, nee, der Zix, der ist ja noch drüben, dann müsste ich den erstmal mobilisieren, naja. Truck performt einfach unglaublich schlecht, ne? Ja, nicht unglaublich schlecht, aber es ist halt... Man ist halt einfach jetzt bessere Standards gewohnt und der ist halt unter dem Standard, ne? So. Das ist ja schade. So. Ja. Und wieder um 7000 Reiche, ja. Gut. Ja, dann... Machen wir einfach ein bisschen früher Schluss heute, Mensch. Wobei, ich mach's jetzt nochmal. Inszeniere das jetzt nochmal ein bisschen schöner hier. Die Ruckler ist zulassen. So, dann geht's die nächste Folge weiter, Freunde. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.